CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ich auch noch ein Glas Wasser kriegen könnte, wäre das ganz toll. Also, Frau Wilms, eins hat man jedenfalls bis zum Ende der Rede zugesagt, ja. Ganz toll, vielen Dank. Ich habe nämlich so einen wahnsinnig trockenen Mund. Ja, und das bei diesen großartigen Reden, das ist eigentlich verwunderlich. Sie haben sich aber vergewissert, dass es kein Salzwasser ist, ja? Nein, nein, das ist, auch damit würde ich zurechtkommen. Aber Frau Wilms, eins hat man Ihnen angemerkt, Opposition macht Ihnen richtig Spaß. Und ich denke, das sollte vielleicht auch so bleiben. Vor allen Dingen, wenn ich die Kernthemen Ihrer maritimen Politik zusammenfasse: verschrotten, verschrotten, verschrotten und was noch übrig ist, versenken. Und ich denke mal, und das, denke ich mal, kann eigentlich nicht die Zukunft der maritimen Wirtschaft in Deutschland sein. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es gut, dass wir maritime Konferenzen haben. Die 9. maritime Konferenz im letzten Jahr war geprägt auch von den Themen, die aus unserem Antrag hervorgegangen sind. Bundesverkehrswegeplan hat viele Elemente für die maritime Wirtschaft, die wir mit eingebracht haben. Nord-Ostsee-Kanal, Hafen-Hinterland-Anbindung, aber auch seewärtige Zufahrten. Wir haben das nationale Hafenkonzept mit 155 Einzelmaßnahmen, LNG-Förderprogramm für Green Tech, auch ein wichtiges Element, wurde schon angesprochen. Insofern, denke ich mal, haben wir schon auch sehr stark mit dazu beigetragen, dass sich hier in diesem maritimen Bereich etwas tut. Und so soll es natürlich auch bei der 10. Maritimen Konferenz in Hamburg sein, die nun auch vor uns liegt. Man muss ehrlich sagen, Herr Beckmeyer, die Erwartungen der Branche sind da nicht so euphorisch. Sie hätten sich, glaube ich, etwas mehr Dialog, so wie es bei der 9. Maritimen Konferenz war, auch gewünscht. Aber wir haben ja die Chance, das bei der Maritimen Konferenz dann auch mit Dynamik und Angriffslust zu beleben. Wir haben jetzt einen neuen Antrag gestellt. Herzlichen Dank dafür an Rüdiger Krüse und Herrn Saathoff als die beiden Federführer für unsere Fraktionen. Ich denke, es ist sehr viele interessante Sachen herausgekommen. Auf einige würde ich gerne im Detail noch eingehen. Es wurde angesprochen, das Deutsche Maritime Zentrum. Ich meine, es ist schon eine sehr sinnvolle Sache. Ich bin froh, dass das Verkehrsministerium sich jetzt der Sache angenommen hat, um das auch umzusetzen, weil wir haben eine sehr breite Branche in dem maritimen Bereich, von Häfen, Logistik, Lotsen, Werften, Räder, Schiffstechnologien, Antriebe, Navigation, Meeres-Offshore-Technologie bis hin eben auch zu Bootsbauern mit sehr neuen Materialien. Sie kennen diese Trimarane, das sind ja Hightech-Geräte, die jetzt im America's Cup segeln. Auch solche Schiffbauer sind bei uns in unserem Land und auch die müssen wir mitnehmen. Und das Deutsche Maritime Zentrum hat eben die Chance, das alles zu kontrollieren und auch die Standards auszubauen, die dann am Ende in der IMO ja entschieden werden. Und um da auch eine starke Stimme zu haben in dieser IMO, denke ich, ist es gut, wenn da eine möglichst große Koordination stattfindet. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir dieses Deutsche Maritime Zentrum einrichten. Drei Themen aus dem Antrag möchte ich vielleicht noch kurz aufgreifen. Systemfähigkeit, das ist eine Kernkompetenz der deutschen maritimen Wirtschaft, nämlich nicht nur gute Komponenten zu fertigen, sondern daraus ein in sich optimiertes System zu machen. Und deswegen haben wir schon vor langer Zeit auch gefordert, und es wäre natürlich auch die Bitte, dass das umgesetzt wird, die Systemfähigkeit, den Überwasserschiffbau wieder zu einer Kernkompetenz zu erklären, sowohl im Verteidigungsbereich wie auch im anderen Bereich. Weil davon leben wir natürlich sehr stark, dass wir Hightech-Komponenten zu Systemen bauen, die dann auch wettbewerbsfähig sind. Und zur Wettbewerbsfähigkeit, Herr Behrens, ich meine, Sie sollten vielleicht mal mit den Kollegen Ihrer kommunistischen Partei in China sprechen, wie die denn sozusagen diese maritime Wirtschaft bearbeiten. Weil ich habe mit denen noch nie gesprochen. Aber das Problem, was wir ja haben, ist, dass wir eine mittelständische Wirtschaft bei uns haben, die natürlich gegen Staatskonzerne im Wettbewerb steht. Übrigens nicht nur in China, sondern auch in Frankreich, Italien zum Teil. Das sind alles staatliche Firmen, wo wir natürlich auch als Politik eine Verantwortung tragen, die Rahmenbedingungen so zu setzen für unsere Firmen, dass die in diesem Wettbewerb bestehen können. Und deswegen ist Systemfähigkeit ein wesentliches Element. Zweiter Punkt, nationales Meeresforschungszentrum. Auch das aus meiner Sicht eine sinnvolle Initiative. Wir haben eine hervorragende wissenschaftliche Kompetenz in Deutschland im Bereich der Meeresforschung.
Das ganze Thema Klimawandel, Bewältigung des Klimawandels, lässt sich eben nur auch in einer vernetzten Kommunikation richtig angehen. Dazu zählt die deutsche Forschungsflotte, die wir unterstützen und ausbauen. Aber dazu gehört natürlich auch Umweltbeobachtung und vor allen Dingen heute auch in der Meeresforschung Dateninfrastruktur, weil Meeresforschung in vielen Bereichen dazu gehört eben auch die Vernetzung von Daten. Drittes Thema noch als Finanzpolitiker, Einfuhrumsatzsteuer. Ist vielleicht ein bisschen spezielles Thema, aber Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie mit Ihrem Schiff nach Rotterdam fahren, da können Sie sozusagen einfach in den Hafen reinfahren. Mit dem Container, den Sie an Bord haben, müssen Sie keine Umsatzsteuer erstmal bezahlen und dann müssen Sie 2 Monate warten, bis Sie die wieder zurückbekommen, sondern Sie können sie sofort mit der Vorsteuer verrechnen. Und das ist ein richtiger Nachteil für deutsche Häfen und deswegen auch unsere Bitte ans Finanzministerium, dass wir diesen Nachteil, diesen Wettbewerbsnachteil für deutsche Häfen, wie nämlich Hamburg oder Emden oder Bremerhaven, wirklich beseitigen. Und es ist auch wirklich ein unnötiges Thema, weil es bringt am Ende auch gar kein Geld. Und dass die Schiffe aus diesem Grund nach Rotterdam fahren und das. Es gibt solche Beispiele, das ist wirklich sinnlos und deswegen sollten wir auch das angehen, meine Damen und Herren. Letzter Punkt. Maritime Wirtschaft ist eine nationale Aufgabe. Deswegen hätte ich mir eigentlich erhofft, dass ein paar mehr Bayern, einige Baden-Württemberger sind ja immerhin da, weil da ist natürlich die Wertschöpfung im maritimen Bereich auch wirklich besonders hoch. Deswegen waren wir auch im letzten Jahr mit dem Küstenkreis in Friedrichshafen, um da auch noch ein Signal zu setzen, was, glaube ich, auch gut angekommen ist. Also maritime Wirtschaft, eine nationale Aufgabe. Ich bitte Sie alle, intensiv daran mitzuwirken und unseren Antrag auch mit zu unterstützen. Vielen Dank. Und nun hat für die SPD-Fraktion die Kollegin